Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Berlin, Treptow Park. In diesem Sinne würde ich sagen, heiße ich euch herzlich willkommen zu meinem Video. Und wir gehen natürlich erstmal weiter. Ich treffe gleich noch einen Kollegen. Aber in der Zeit dachte ich mir, mache ich mal so ein bisschen Review, so ein bisschen kleines Video und zeige euch, was hier so abgeht. Ja. Berlin, Treptow Park, nach den ganzen Lockerungen, würde ich sagen. Ja, was soll ich dazu sagen, Alter? Das ist ja richtig Pakistan hier. Fehlt man. Okay, Freunde. So sieht es bei uns in Berlin aus, nach den Lockerungen. Es ist komplett alles voll, Freunde. Ja. Und nicht ernst nehmen das, was ich gerade gesagt habe, ist Pakistan so scheiße. Es ist leider so, dass wir sehr, sehr viele Ausländeranteile haben. Ja, das ist schon hardcore. Ja, auf jeden Fall. Bro, die ganzen Ausländer draußen, Alter, scheiße. Auf jeden Fall würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach mal durch den Park und treffen den Kollegen. Ja. Wie geht's, wie steht's? Was geht bei euch, Freunde? Was macht ihr an einem Samstag, wunderschönen Samstagnachmittag? Sonnenschein, wir haben 22 Grad, keine Ahnung, gefühlt wie 90 Grad. Aber ja, wir checken mal ganz kurz die Lage, was hier so los ist. Ja, dann dachte ich mir, nehme ich euch so ein bisschen mit in einem One-Take. Warum denn nicht? Wenn ich sowieso den Weg jetzt hier gehen muss und eine Menge Leute sehe und eine Menge Leute vorbeilaufe, kann ich euch so ein bisschen mitnehmen und euch zeigen, was so geht. Ja, Freunde. Was soll ich sagen, Alter? Was soll ich dazu sagen? Ja. Es ist halt voll nach den ganzen Lockerungen. Ist halt echt alles voll. Und so viele, sehr, sehr viele auch, wie ihr sehen könnt, auf dem Rasen. Ja. Es ist jetzt auch auf der Seite so, als auch auf der Seite so. Also, ja, es sieht so unkontrolliert aus, als ob die Leute irgendwie, ja gut, brauchen eine lange Zeit alles zu. Jetzt sind eine Menge Leute draußen. Ihr seht's ja, ist der Hammer. Auch sehr, sehr viele von meiner Sorte. Ja, scheiße. Tschüss. Ja, auf jeden Fall. Oh, Staub. Ich glaube auf der falschen Seite übrigens. Ja, jetzt aber. Ja, Bro. Schaut euch mal die Seite an. Das war die andere Seite. Das ist jetzt fast überall so auf der Wiese, egal wo man hingeht. Also, ist das die Lockerung, ja? Freunde, es ist wirklich fast jede Sau an jedem Plätzchen so hier so. Keine Ahnung, nichts ist wirklich so, ja gut, nicht wirklich frei, aber ja, auch nicht wirklich voll so. Hier haben wir Musiker, keine Ahnung, was ist hier los? Das ist ganz ein spannendes Ambiente, würde ich sagen, oder? Ja, die Leute sind überall hier. An jedem Fleck, was sie kriegen können. Ja, das ist der Hammer. Wie gesagt, sehr, sehr viele von meiner Sorte. Weiter geht's. Ich mag das so, so ein bisschen zu provozieren. So. Die Leute gucken dann immer so, hey, du bist doch selber, hast doch selber schwarze Haare. Aber ich darf das. Ich darf das. Shit, heute sind echt sehr viele Kanaken. Heute sind echt auch sehr, sehr viele Kanaken hier. Also. So, weißt du? Wollen wir vielleicht an der Promenade lang? Warum nicht? Nee, nee, Quatsch. Wir machen das hier beim Wald. Später mal, vielleicht im nächsten Video mal. Da gibt es noch einen Hafen. Da am Wasser. Ja, also. Ich bin jetzt hier über den Park gegangen, besser, weil, keine Ahnung. Ich dachte, es wird besser. Aber es wurde nicht besser. Es ist sogar noch voller hier irgendwie. Oder fast genauso voll wie da auf der anderen Seite. Ich dachte, ich bin ein bisschen schlauer und gehe dann irgendwie über den Park. Aber hier ist es ja genauso voll. Naja. Freunde, was soll ich dazu sagen, Alter? Samstagnachmittag, 20 Grad. Jeder ist natürlich draußen, wirklich jeder ist draußen. Ja, hier haben sich zwei auch ein Plätzchen gefunden. Da sitzen irgendwie nicht so viele, aber ihr könnt euch mal vorstellen, was so da ganz hinten abgeht. Hallo. Ja, auf jeden Fall, könnt ihr euch mal vorstellen, wie das auf der anderen Seite aussieht. Warum ich dann hier so durch den Park gelaufen bin. Ja. Also es sieht schon, schon hart, Alter. Es ist schon, wenn die zweite Welle kommt, ist Game Over. Ja, naja.
Auch da, schaut mal, so ganz gechillt, so ganz entspannt da die Leute. Auch auf der Seite, geil, Mann. Da sitzen die. Ja, was soll man dazu sagen, Alter? Auch da ganz hinten, Freunde, Alter, was geht denn da ab? Da ganz hinten auf der nochmal an der anderen Seite. Der Park ist übelst riesig hier. Also Treptow Park ist jetzt nicht irgendwie ein paar Hektar groß, sondern ist schon eine ganz große Sache hier. Sind sehr, sehr viele Leute unterwegs, sehr viele. Man sieht sie kaum auf der Straße wie in dem Park hier, Treptow Park. Kann ich euch auch empfehlen, mal herzukommen. Ja? Also nicht, wenn es so voll ist. Ja? Was macht die Frau? Sammelt die Flaschen oder was? Quatschen die mal gleich dicht ein bisschen, oder? Ja, mal schauen. Sammeln Sie Flaschen? Flaschen? Ist gut heute, oder? Cool. Aber ist voll, ich habe noch nie so voll gesehen. Ja? Morgen bestimmt auch. Alles Gute. Ciao. Sie meint jetzt, sie hat viel zu tun, ihr habt ja gehört. Und es sind jetzt einigermaßen viele Leute unterwegs. Und daher. Naja. Freunde, ich würde sagen, wir gehen einfach weiter. Ja? Die sah aus wie Bibi, Alter. Die sah wirklich so aus, aber ich glaube, das war sie nicht. So, zwei Kinder waren, die haben doch zwei Kinder jetzt, ne? Die eine sah aus wie Bibi, ohne Scheiß, Mann, mit dem Kinderwagen, die Blonde. Ich glaube nicht, dass sie das jetzt war, oder? Ist ja auch egal. So, Freunde, es geht natürlich weiter zum Park. Oh, hier ist die Hölle. Gut, dass das ein One-Take wird. Das wird ein One-Take. Digga, und hier ist die Hölle. Hier ist die Hölle. Wie das hier aussieht, ist die Hölle, Hölle. Hier ist alles voll, Freunde. Ja. Was machst du, Vlog? Bitte? Machst du Vlog? Ja. Machst du noch YouTube? Ja. Auf jeden Fall. Man sieht ja, was ich mache, wa? Ups, das passt wieder ran hier. Freunde, schaut euch mal den Schild an hier. Bitte, mal ganz kurz. Ist der Hammer, oder? Die ganzen Leute sind draußen. Die ganzen Leute auf einmal, Samstagnachmittag. Wie spät haben wir es gerade? 17 Uhr? 17 Uhr. Die Jungs, die gerade vorbeigelaufen sind, sind Drogendealer. Deswegen quatsche ich nicht mit solchen Leuten. Ich quatsche nicht mit Drogendealern. Ja? Wie auch immer die einen anquatschen, man sieht sofort im Park, wer ist. Und die Jungs waren Drogendealer. Ja. Und mit solchen Leuten rede ich nicht. Allgemein nicht. Ja. Schaut mal bitte, wie das Ganze hier aussieht. Krank. Mich würde nicht wundern, wenn da jemand noch schwimmen geht. Ja, es ist nicht so warm, aber die ganzen Leute sind trotzdem hier. Ja. Heftiger Shit. Bro. Bro, was geht denn auf der Seite? Freunde. It's over. Die haben ja richtig Parks hier. Die haben ja richtig Freestyle hier alles. Bro. Ja. Und jetzt die Seite ist eigentlich noch ganz okay. Aber da schon wieder ist eine ganz andere Nummer. Ja. Die Leute dort. Ja, krass, Alter. Bro, hier geht's ja richtig, Alter, rund. Ja. Ja. Auch sehr, sehr viele Vögel mit Drogen und so unterwegs. Sehr viele Drogendealer. Freunde, aber der Park ist rappelvoll. Rappelvoll hier. Ja. Bro, ich habe das, glaube ich, noch nie so gesehen, ey. Ohne Scheiß. Ich habe den Treptow Park, glaube ich, noch nie so gesehen. Noch nie so. So noch nie gesehen. Schaut mal bitte hinter mir. Ist der Hammer. Was geht da ab? Freunde, ich habe den Park, wie gesagt, Treptow Park, noch nie so gesehen. Noch nie so gesehen. So voll noch nie. Auch nicht im Sommer. Abends 25, 26 Grad. Wo es am Tag überhitzt war, habe ich auch noch nie so gesehen. Wie heute. Wie an einem Tag. Einem 20 Grad Tag. Am Samstag. Ja. Krank. Krank. Zurück gibt es ein Video, wo ich über den Hafen laufe. Ja.
Das ist der Hammer, was hier los ist. Ja, also. Dementsprechend sind sehr, sehr viele Taschendiebe in Berlin. Vor allem in diesem Park. Sind sehr, sehr viele Taschendiebe unterwegs und Drogendealer. Ganz, ganz viel davon. Ganz, ganz viel davon. Ja. Ihr müsst immer die Augen aufhalten, bevor ich jetzt den Kumpel treffe. Ja. Ich sehe auch schon einen Kandidaten, der mich so anguckt. Das sind wahrscheinlich so die Drogendealer hier. Ja. Sehr, sehr viele Kandidaten. Wenn hier jetzt über, sag ich mal, 5000 Leute sind oder 10.000 Leute heute in diesem Park chillen, dann sind mindestens 500 Leute, die Taschendiebe sind und vielleicht 500 Leute, die Drogendealer sind. Genau so sieht das aus hier. Ja. Wir möchten aber jetzt nicht jeden verurteilen, der so aussieht wie ich. Ja. Und der Leute beklaut oder Leuten Drogen verkauft. Ja, aber hier ist es auf jeden Fall der Fall so. Genau, wir sind auch schon da, wir müssen nur noch auf die andere Seite freuen. Bro, hier ist die Hölle. Fuck, man, hier ist die Hölle, da hinten. Freunde, ohne Scheiß, ich habe den Park noch nie so gesehen. Noch nie so gesehen. Das ist der Hammer. Ja. Wir gehen mal über die Wiese. Ja. Wir gehen mal über die Wiese, Freunde. Hab wieder ein paar Drogendealer gesehen. Also hier. Auch noch mal ganz kurz, wie es hier ausschaut, ist der Hammer. Da ist echt alles voll, Freunde. Da hinten spielen Leute Babington, da hinten spielen Leute Karten. Hier am Brunnen sind Leute. Keiner geht baden, zu meiner Verwunderung. Naja. Ich gehe jetzt auf jeden Fall kurz mal auf die Hauptstraße sozusagen, hier ein bisschen raus und dann nochmal in den anderen Park, nennt sich der Russenpark. Und ja, ist der Hammer, was hier abgeht. Ja. Also ihr könnt sehen, es ist, Bro, was geht ab, Alter, ist der Hammer. Alles voll. So habe ich den Park zum 1000. Mal noch nie gesehen. Also genau so jetzt kennt man das aus dem Sommer. Ja. Bro, einmal 360 Grad Wende für euch. Bro, der Kollege wartet schon bestimmt. Die Polizei auch am Start, aber jetzt fahren die weg. Ja. Die Leute spielen da hinten. Einige gehen spazieren. Hier war ich in diesem Park, als ich auch noch ein Kind war. Hier war ich auch sehr, sehr oft. Ohne Schein, noch nie so voll gesehen, Freunde. Noch nie so voll gesehen. Hier mit den Bäumen ist das echt cool, so wie in Kalifornien, so mit den Palmen so. An beiden Seiten entlang, weißt du? Aber nun ist es so, dass wir in Berlin sind. Also, immerhin, wird mir eh nicht das rausfahren. Schaut mal auch hinten, sehr viele Leute. Und dort vorne auch. Sehr, sehr viele Leute. Sehr viele Leute unterwegs. Fuck. Jetzt mein Handy fast abgekackt. So, kurz mal fixieren hier. Filmen wir? Ja, wir filmen. 14 Minuten. Okay. Weiter geht's, Freunde. Es ist eine übelst große Straße, hier müssen wir natürlich aufpassen. Weiter geht's. Ja. Das ist eigentlich eine coole Gegend hier, wie gesagt. Wenn die scheiß Drogendealer nicht da wären. Und ein paar andere Leute. So. Wisst ihr, warum ich das sage? Weil die Deutschen mich angucken, als ob ich einer von denen wäre. Also, das ist ja das Problem. Wenn hier ganz viele Dealer rumhängen, Alter, weißt du? Ja. Naja, auf jeden Fall. Alter, nein, den Park habe ich noch nie so voll gesehen. Bitte nicht. Freunde, was ist hier los, Alter? Was ist denn das? Freunde, ich habe den Park noch nie so gesehen.
Was ist passiert? Das ist ein Denkmal eigentlich normalerweise. Das ist kein Vergnügen. Sieht aus wie so ein Eingang vom Vergnügungspark. Schaut mal. Den Park habe ich noch nie so voll gesehen. Sieht aus wie ein Vergnügungspark irgendwo in Kalifornien, Alter. Wo sie alle zum Universal gehen oder so ein Scheiß. Bro. Man sieht die Verzweiflung der Menschen auf jeden Fall, Bro. Das ist der Hammer, was hier abgeht. Es ist der Hammer. Noch nie gesehen. Achso, da ist wahrscheinlich eine Veranstaltung. Ja, stimmt, da war doch was mit 75 Jahre Frieden. Genau, genau. Weil sonst habe ich den Park so noch nie gesehen. Noch nie. So voll. Bro, das kann doch nicht sein. Doch, das ist eine Veranstaltung. Das kann es nur sein. 75 Jahre Frieden. Das kann nur das sein. Ja. Aber Deutschland hat bis heute keinen Friedensvertrag. Ich weiß gar nicht, was sie wollen. Ich war ja sehr gut in Geschichte, ne? Wird mal wieder Zeit. Da wartet auch schon der Kollege. Was ist denn hier los, Diggi? Was ist hier los? Ey, Bro, was geht? Alles gut? Ich hab den Park noch nie so voll gesehen. Was ist los? Ah ja, 75 Jahre Frieden, ne? Was geht? Das ist mein Man, Anonymous. Er hackt die ganzen Computer, der am Amis. Nein, Quatsch. Freunde, was ist hier los? Ja, das ist der Hammer. Wahrscheinlich wegen dem Frieden, ne? 75 Jahre Frieden. Aber Deutschland hat doch keinen Friedensvertrag. Das verstehe ich nicht. Deutschland hat doch seit 45 keinen Friedensvertrag mehr. Ja. Okay. Wahrscheinlich Frieden für die Russen, nicht für die Deutschen. Ja. Okay, easy. Freunde, ihr seht, hier ist die Hölle, was hier abgeht. Also ich habe den, wie gesagt, ich habe den ganzen Ort hier noch nie so voll gesehen. Echt nicht, noch nie gesehen. Schaut euch um. Bro, bro, bro. War das am Anfang so oder hast du schon, ja? Gleich und seit morgens oder? Erstmal. Ja. Ich habe noch nie gesehen, dass es so krass hier ist. So voll. Ja, das ist halt. Jetzt in der Drohne und sowas. Aber wir gehen immer noch rein. Was ist das denn jetzt? Ach, so wird nicht. Scheiße, wollte ich chillen kommen, Freunde, und jetzt ist hier so ein Dings. Das ist der Hammer. Alles voll nach den Lockerungen. Alles voll. Komm, wir gehen mal ganz kurz nach vorne hin und dann. Keine Ahnung. Ah ja, ich hab dir was zu trinken. Wir laufen jetzt bis da hinten hin und dann hören wir auch bei der Skulptur ganz vorne auf. Und dann würde ich sagen, adieu mit dem Video. Mal schauen. Ah, die Medien sind auch hier, oder? Italiener oder was? Ja, ne? Brand. Das ist der geilste. Ein Bild für Insta. Freunde, der Ort, den habe ich noch nie so voll gesehen. Ohne Scheiß. Das habe ich so, diesen Park habe ich so noch nie gesehen. Das ist halt ein Denkmal. Das habe ich noch nie so gesehen live. Real life noch nie gesehen. Ja. 75 Jahre Frieden soll sein, aber Deutschland kann Frieden vertauschen. Also für wem ist der Frieden, frage ich mich. Der Weltfrieden, oder was? Nach dem Zweiten Weltkrieg. Verzeihung, mal eine Frage. Für wem ist denn jetzt der Frieden da? Ich meine, nach dem Zweiten Weltkrieg, 75 Jahre Frieden, ne? Mhm. So, aber für wem? Deutschland hat ja keinen Friedensvertrag. Frage, ja. Für die Russen, für die Juden, für wen? Weiß ich ja nicht. Alles gut, ich filme sie extra nicht, nur auf mich. Genau. Vielleicht können Sie mir das ja erklären, was da abgeht. Das wusste. Weil wir jetzt Maskenzwang, dann Impfungszwang, Bill Gates Zwang, Frieden für Bill Gates oder die Amis oder keine Ahnung. Die Alliierten damals seit 45. Ich weiß ja nicht, was hier abgeht. Ja. Wissen Sie selbst nicht. Wisst ihr auch nicht. Ne? Geiler Typ. Alles klar, alles Gute, ne? Ciao. Geiler Typ, aber er war wenigstens ehrlich, er weiß ja selbst nicht, was hier los ist. Ja? Friedensvertrag gibt es ja nicht. 75 Jahre Frieden. Aber wofür denn? Für Deutschland? Für die Welt? Für Bill Gates? Weiß ja nicht. Für wem?
Ich frage noch mal gleich noch mal jemand eine Runde. Ja, die meinten wegen Faschismus. Faschismus? Achso, ach, Faschismus. Ach, okay. Ist doch 75 Jahre her. Jetzt haben wir es doch nicht anders. Jetzt doch Impfpflicht. Ist die Merkel nicht der neue Faschismus? Ja, 75 Jahre, dann wieder Merkel, oder was? Ja, Mann. Freunde, noch mal ganz kurz bis zum Andenken da. Dazu müssen wir nicht ganz nach vorne gehen. Ist einfach nur mal kurz. Zeige euch, wo ich gerade bin. Ich war letztens auch schon mal hier mit demselben Kollegen. Ja, und dann gibt es erstmal ein Aus. Zum Schluss noch mal ein Video an der Promenade vielleicht. Weil wenn es hier so voll ist, dann kannst du ja nichts machen. Sieht mir nach Strahlenschuss aus. Kennst du diese einsame? Nee, die zeigen mir einen Vogel. Freunde, so sieht das Ganze hier aus. Ja, ich schau mal ganz kurz. Wir warten ganz kurz, bis der Fotograf das hat, was er wollte. Okay. Es sind bestimmt viele Arbeitslose. Naja, sehr viele. Like, yeah, whatever. Not the first time, so he did. So, Freunde, jetzt sind wir auch da. Was soll ich dazu sagen? Krass, der Ort ist echt voll, Mann. Das habe ich so noch nie gesehen. Freunde, das ist das Denkmal, da ganz hinten mit dem Typen. Normalerweise ist hier niemand. Es ist jeden Tag leer, aber heute ist halt so, wegen 75 Jahre Frieden. Frieden für wem? Weiß keiner. Deutschland hat keinen Friedensvertrag. Aber, ja. Ich würde sagen, das war es auch schon mit dem Video. Daumen nach oben, bis zum nächsten Video. Lasst ein Like oder Dislike da. Aktiviert die Glocke. Und ich würde erstmal sagen, haut rein, peace. Bleibt gesund. Nochmal ganz kurz das Denkmal an euch. Und schaut mal kurz, wie voll das ist. Haut rein, peasy.